Jetzt geht es nämlich los mit den Platten, über die wir reden, die wir uns auch vorher ausführlicher oder auch die Runde sich vorher ausführlicher angehört hat. Die erste Platte ist die fünfte bereits von einer englischen Band. Dazu passt ganz gut, dass es momentan relativ viele englische Bands gibt, die wieder mit einer Platte aus dem, ja, aus dem Hinterloch, kann man nicht sagen, aus dem Loch hervorgekrochen kommen. Nicht so schön formuliert. Nicht so hübsch, sondern schön. Ich habe Hinterloch gesagt, nicht Hintern. Oh mein Gott. Das Schönste ist auch, wenn man es dann noch ausspricht. Ja, ne? Genau, ja. Außerdem, wir reden ja nicht von Reizett Fred, wir reden ja von Bands wie Franz Ferdinand, von den Baby Shambles und es gab ja noch die, so viele die soll andere. So gut sein, ne? Die Baby Shambles, die neue. Das mag sein, ich habe noch nie was damit anfangen können. Okay. Aber ich gebe auch zu, ich finde es nicht so spannend tatsächlich so. Franz Ferdinand, aber das ist jetzt auch so ein bisschen ein persönliches Ding, habe ich auch so gemerkt, habe ich auch so gedacht. Zum Beispiel ist nett, aber ist mir zu sehr das Alte. So. Und die Arctic Monkeys, glaube ich, sind die Band, die mich irgendwie am meisten immer erwischt haben. Deswegen sind sie auch bei uns heute im Thema drin, das gebe ich unverhohlen zu. Deswegen kommt übrigens auch T.S. Ullmann heute nicht vor. Oh. Oh. Ja, hier nur gute Musik. Ja, genau. Wir können das da so einen Aufkleber machen. Hier nur gute Musik. Das ist das, für die Sendung. Das ist das neue Album. AM heißt es. Heute ist es erschienen. Und wie gesagt, das ist schon das fünfte. Und wir werden in der heutigen Sendung das ein, zwei, drei Mal, glaube ich, haben, dass es ganz interessant ist, nochmal zu beleuchten, welche Entwicklung die Künstler von Album zu Album genommen haben. Also wir haben relativ viele Künstler heute dabei, die eine merkliche Entwicklung gemacht haben, das will ich damit sagen. Die Arctic Monkeys auf dem neuen Album wieder ein bisschen britischer als auf den beiden Vorgängern, wie ich finde. Und mit einem leichten Touch zum entspannteren, das Video läuft nicht, aber eine der beiden Fassungen müssen wir doch zum Laufen kriegen. Keine von beiden läuft. No. Wir können jetzt kein Video. Ich fand es auch nicht so gut. Also, nee, wir können es auch überspringen. So ich hätte auch nicht über die Baby Shambles geredet. Okay. Ja, jetzt machen wir was. An dieser Stelle bitte einfach H1 ausschalten und auf Facebook gehen. Auf Facebook haben wir einen Clip von den Arctic Monkeys gepostet. Da kann man ihn sich anschauen. Und dann, ach nee, Moment, wir können ja nicht so lange Pause machen. Das geht natürlich nicht. Gut, schlecht. Können wir den Clip nicht gucken? Schade. Vielleicht kriegen wir es im Laufe der Sendung noch hin. Wir gucken mal. Dann fangen wir gleich einfach an, in Medias Res zu gehen und sprechen einfach drüber. Das ist, wie gesagt, das Album. Meiner Meinung nach halt, wie gesagt, ein Gang ganz bisschen zurück zu dem etwas britischeren Stil. Ich finde, der 60s-Anklang, der auch in der Seitenband des Sängers Last Shadow Puppets tatsächlich so ein bisschen stärker ausgelebt wurde, ist auf dem neuen Album auch ein bisschen vertreten. Und sie sind tatsächlich, ohne dass ich sie anbiedernd finde, ein bisschen poppiger geworden. Also es sind ein paar Stücke drauf, die man so, die noch netter sind als diese, also die noch eingängiger und leichter eingängiger sind, sage ich mal, als die eigentlich auch schon relativ poppigen, aber doch deutlich ruppigeren Stücke ihrer Anfangszeit. Meine Meinung. Ich finde das Album, das kann man vielleicht auch dadurch schon rauslesen, ziemlich großartig. Wie sieht es denn so in der Runde aus? Fangen wir mal bei Pali an. Unsere Expertin für Britpop. Ach nee, das darfst du so nie sagen. Ich muss gestehen, ich habe das am wenigsten gehört, aus Zeitgründen. Und auch, weil ich nicht so eine richtige Lust hatte. Ich habe ein paar Lieder intensiv gehört und ich habe aber nicht das ganze Album konzentriert durchgehört, weil es mich nicht so angesprungen hat. Also Last Shadow Puppet zum Beispiel finde ich wirklich großartig. Mhm. Die haben genau diesen eleganten Stil, wo ich immer denke, ihr werdet irgendwann wahrscheinlich James Bond Titelmusik sein. So. Und wenn nicht, dann hat James Bond, also das Filmteam, echt was verpasst. Aber irgendwie, also das hat mich jetzt nicht so angesprungen und deswegen habe ich meine Hausaufgaben an der Stelle eher schlecht gemacht. Mhm. Deswegen könnte ich jetzt nicht wirklich ein Urteil über die Platte abgeben, das wäre unfair. Okay. Ich habe mich mehr mit den anderen Platten der Sendung beschäftigt. Verstehe. Die haben dann irgendwie mehr meine Zeit gebraucht. Mhm. Christoph, wie sieht es denn bei dir aus, der du lieber die Baby Shambles gehört hättest? Genau, also ich muss halt sagen, ich mochte eigentlich die Arctic Monkeys eigentlich früher deswegen sehr gerne, weil die halt so ein bisschen ruppig waren und das fehlt mir da irgendwie total. Ich finde schon auch, dass der Versuch, also es scheint mir ein Versuch zu sein, ein bisschen poppiger zu werden, irgendwie beim Versuch bleibt. Also irgendwie finde ich, das geht irgendwie nicht richtig zusammen. Und was ich wirklich richtig störend finde auf dem Album, also so britisch, wie du sagst, eins ist da sehr britisch dran, ist, wie sie die Stimmen bearbeiten. Der Sänger hat so eine tolle Stimme, aber das ist irgendwie so viel overdubbed
und so, wie heißt dieser andere Effekt noch, den John Lennon immer benutzt hat. Da ist die ganze Zeit immer ein total dicker Effekt auf dieser Stimme drauf. Mhm. Dann haben sie in vielen Stücken so einen falsettähnlichen Chorus. Der Effekt heißt Paul McCartney. Nein. wenn das so wäre, dann wären da zumindest ja noch gute Songs wahrscheinlich bei rausgekommen. Okay. Nein, also dann immer so ein falsettähnlicher Chor dahinter, der, also das irgendwie, das klingt für mich ganz, ganz seltsam, passt überhaupt nicht zu seiner Stimme, passt überhaupt nicht zu den Arctic Monkeys, finde ich, und ist deswegen, finde ich, auch wirklich als Album anstrengend. Also es sind ein paar Stücke dabei, wo ich sage, ganz nett, aber ich habe mich wirklich schwer getan, das so durchzuhören. Okay. Du musst jetzt auch aus der Klasse rausgehen. Ja! Wir sitzen hier beide vor der Tür. Ja, wir gehen raus und schauen die Baby Shambles. Mach doch. Ninja. Ja, ich fand die Platte gut. Gut, danke. Komm. Hey, jetzt hier noch so einen Hebel haben, dass der andere so abgesenkt wird. Nee, ich fand die vor allem sehr viel besser als die Humbug-Platte davor. Was Sucket and See? Entschuldigung. Aber du hast schon recht. Also das, Humbug und Sucket and See, das waren die beiden in Anführungsstrichen amerikanischeren Alben, die sie mit Josh Homme oder Homme von den Queens of the Stone Age aufgenommen haben. Der ist hier auch noch mal ganz kurz dabei. Und sie haben das auch in Amerika aufgenommen, lustigerweise. Dies hier. Mhm. Ja, das ändert aber nichts daran, dass sie offensichtlich bewusst diesen Song. Dieses Jahr haben sie in der Wüste aufgenommen? Ja. Ich habe mich vorbereitet, Matthias. Ja, ja, hier ist die Streberecke. Hier gibt es jetzt einen Goldstern. Ja, ja, also ich mag auch die Stimme sehr vom Sänger. Ich mag sehr diese altmodischen Gitarren, die auch in vielen Songs vorkommen. Mhm. Das mag ich einfach sehr. Ich gebe Christoph aber insofern recht, dass ich manchmal auch gedacht habe, jetzt hättet ihr mal ein bisschen mehr auf die 12 gehen können. Mhm. Also gerade auch bei der Single, schade, dass wir die jetzt nicht gesehen haben, habe ich so gedacht, das bei hätte welcher? Man bei der Do I Really Wanna Know? Do I Wanna Know. Ja. Sie stellen ja sehr viele Fragen. Die ersten Stücke, Do I Wanna Know, ja. Are You Mine? Und dann kommt noch Why Do You Only Call Me When You're High? Das war übrigens der Clip, den wir hatten. Ach so, okay. Szene. Ich meinte jetzt dieses Do I Wanna Know. Ja, also da habe ich so gedacht, das hätte man auch noch mal eine Ecke anziehen können, das Tempo. Und dann wäre es, glaube ich, auch noch ein bisschen besser gewesen. Was mir natürlich persönlich gefällt, es scheint eine Trennungsschmerzplatte zu sein. Oh. Damit hast du es, ne? Das finde ich dann schön. Also er verarbeitet da sehr die Beziehung zu Alexa Chung. Du weißt auch noch, mit wem er zusammen war. Das ist ja unglaublich. Und das gefällt mir. Ja, und ich finde also dieses Why do you only call me when you're high, das ist auch ein netter T-Shirt-Spruch, finde ich. Also ich finde das ganz gut. Das ist aber, I Wanna Be Yours ist fantastisch, das ist ein super schönes Liebeslied. Also da kann man wirklich gar nichts sagen auch. Ist schön lang, das hat so eine ähnliche Qualität wie You Only Tell Me You Love Me When You're Drunk von den Pet Shop Boys. Auch ein schönes T-Shirt. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja. Tja. Nur nochmal als optisch. Das kann man jetzt optisch gar nicht so einfangen, verflixt eine Kiste. Man sieht uns trotzdem nur getrennt. Ja, also sehe ich ähnlich tatsächlich, komischerweise. Ich weiß auch nicht warum. Ich fand die Arctic Monkeys immer gut, immer spannend. Und gerade die ersten beiden Alben tatsächlich und bei den beiden amerikanischen Alben, Humbug und Sucker and Sea, waren immer auch 3, 4, 5, 6, manchmal noch mehr gute Stücke drauf, die mir auch gefallen haben. Aber richtungstechnisch kann ich mit der neuen Richtung, die vielleicht ein bisschen seichter oder zumindest nicht mehr so ruppig ist, trotzdem viel anfangen. Ich finde, auf dem Weg zu Mando Diao ist noch sehr viel Luft nach unten, muss man sagen. Also insofern finde ich das immer noch eine sehr spannende Platte. Ich kann tatsächlich allerdings auch mit dem Gesang eben auch was anfangen. Also ich habe genau diesen Hindernisgrund, den du da irgendwie hast vom Hören, nicht mit drin. Ja, wobei ich da auch gedacht habe, da sind so viele Chöre drin. Haben die früher mit total. Chören die haben diesmal, nee, die haben nicht mal mehr mit Chören. Das ist neu, oder? Aber das fand ich tatsächlich ein bisschen irritierend. Hat mir aber gefallen. Fand ich nicht gut in jedem Song, nee. Also in jedem, den sie es verwendet haben, nee. Schön. Und man muss auch ehrlich sagen, es ist kein Meilenstein dabei wie Cornerstone oder 505. Also das fehlt einfach. Und das sind für mich die herausragenden Songs. Was sind das für Stücke? Von wem? Von denen. Cornerstone oder 505? Ja, das sind alles schlecht vorbereitet. Das sind irgendwelche Albumtracks, die ich jetzt auch nicht im Kopf habe, offensichtlich. Aber die sind einfach so grandios und das haben sie hier leider nicht geschafft. Mein Gott. Ja, so viel zum Thema, ich kenne die Arctic Monkeys. Gut, Cornerstone und 505. Hörst du dir mal an? Wir können das Plätze tauschen. Ja, oh ja! Ja. Ich sitze hier auf dem unbequemen Klotz, wenn du das gerne möchtest. Gerne. Einfach so mal.
Ja, wir machen jetzt eine Punktevergabe. Pali, möchtest du so eine Art Scheinpunkte vergeben? Nein, das mache ich nicht. Ich vergebe, ich enthalte mich. Okay, ja. Dann frage ich dich. Was hatten wir nochmal, bis 6 oder bis 5? Nein, nur bis 5. Okay, ja. Dann gebe ich mal 2,5 Punkte. Gib deinem dunklen Herzen einen Stoß. 2,5, Ninja? 4. 4, bin ich dabei. Ja. So.